Kontaktbeschränkungen für Treffen in der Öffentlichkeit. Restaurants, Bars, Kneipen und Clubs sind zu. Ebenso Kultureinrichtungen. In Deutschland sind die neuen bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft getreten. In Berlin haben viele Bürger Verständnis für den Lockdown-Light. Kritik gibt es trotzdem. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Zahlen doch so in die Höhe geschnellt sind. Und ich denke mal, die Regierung, die muss ja auch zusehen, dass sie ihre Bürger schützt und möchte ja auch, dass es wieder die Zahlen sinken. Es ist so ein bisschen wie beim Gießkannenprinzip. Man hat das einfach über alle gegossen. Vielleicht ist eine Einzelfallbetrachtung auch nicht möglich, aber es gibt eine ganze Menge von meinen Kollegen, glaube ich, die durchaus weiter hätten aufhaben können. Und der wirtschaftliche Schaden, der entsteht, ist enorm. Ob die jetzt da drüben was entscheiden oder nicht, im Reichstag oder im Kanzleramt, das sind halt Entscheidungen, die halt getroffen werden. Die Auswirkungen müssen halt die Leute dann irgendwie tragen und dann muss man halt sehen, was das tut. Der Einzelhandel kann seine Läden weiterhin öffnen. Auch in Schulen und Kitas läuft der Betrieb weiter. Der Teil-Lockdown gilt zunächst für 4 Wochen. Mitte des Monats wollen Bund und Länder eine Zwischenbilanz ziehen.